Yukoso Isai Otake. Herzlich willkommen Isai Otake, dem neuen Spieler der United Volleys. Der japanische Angreifer ist 21 Jahre alt und freut sich auf seine Zeit hier bei uns in Frankfurt. Ich wollte schon immer gerne im Ausland spielen und jetzt hatte ich das Angebot der Frankfurter und da musste ich wirklich nicht lange überlegen und habe zugesagt. Denn im Ausland Volleyball zu spielen macht mehr Spaß als zu Hause und das habe ich jetzt erstmal geschafft. Die Pressekonferenz, in der Otake vorgestellt wurde, fand extra in einem japanischen Restaurant statt. Und natürlich freut sich auch der Trainer über seinen neuen Spieler. Er hat gezeigt, dass sehr junge Spieler, ähnlich wie bei uns der Tobi und der Julian Zenger eben, die schon in ein Nationalteam reingewachsen sind, ist ja auch sehr früh ins Nationalteam gekommen in Japan, spielt jetzt da diagonal im jungen Alter schon und man rechnet mit ihm für die nächsten Jahre, dass er die Stütze werden wird im Nationalteam in Japan. Von daher hat er da ein bisschen eine ähnliche Geschichte wie wir auch, passt super rein von der Altersstruktur, auch von der Talentlage. Die Kommunikation ist auch kein Problem. Otake spricht etwas Englisch und auch wenn es noch nicht für tiefgehende Gespräche reicht, die Volleyball-Kommunikation funktioniert bestens. Und wohl fühlt sich Otake auch schon. Ich habe einen sehr guten ersten Eindruck bekommen. Die Leute sind sehr nett und auch die Landschaft ist sehr schön. Von daher bin ich sehr zufrieden. Vor allem durch das Karriereende von Kapitän Christian Dünnes musste das Team der United Volleys umgebaut werden. Einige Leistungsträger haben den Verein ins Ausland verlassen. Andere konnten neu verpflichtet werden. Im Angriffsspiel viel variabler als die letzten Jahre. Wir werden die Last auf viele Schultern verteilen. Und haben tatsächlich auch nicht nur 6-7 Spieler, sondern alle 12 Spieler können wir sehr variabel einsetzen. Also wir haben 2 Diagonalspieler, die spielen können. Wir können in der Mitte durchwechseln. Außen haben wir auch 4 Spieler, die wir einsetzen können. Und die Zuspieler werden erstmal natürlich der Patrick, aber dann auch der Janis, können auch, glaube ich, viel, viel schneller und viel variabler spielen als wir die letzten Jahre. Das heißt, wir werden ein attraktives Angriffssystem aufbauen und ich glaube, wir können viel Druck auf die Gegner machen. Das Motto: 3 erfahrene Haudegen und viele Talente, die jungen Wilden eben. Mit dieser Idee wollen die United Volleys auch in dieser Saison wieder angreifen. Wohl wissend, dass die beiden Top-Teams ihnen einiges voraus haben. Man darf nicht vergessen, Vereine wie Berlin und Friedrichshafen, die vornehmlich auf sehr routinierte Teams setzen, die sind im Schnitt 6-7 Jahre älter als wir. Die muss man dann erstmal wirklich auch schlagen, aber wir sind super angriffslustig dieses Jahr. Und ich glaube, wir werden noch nicht gleich die Konstanz haben. Gerade so bis Weihnachten, glaube ich, werden wir immer mal wieder eins auch Schwierigkeiten bekommen. Da rechne ich damit. Aber im Laufe der Saison werden wir richtig stark werden und wir werden die alle ärgern. Da geht schon was dieses Jahr. Am Samstag in einer Woche startet die neue Saison mit dem Auswärtsspiel in Bühl.